20-jährige Berlinerin Julia im Frühsommer diesen Jahres ihre Gesangskarriere und schaffte es mit dem Song bis auf Platz 17 der deutschen Charts. Im September veröffentlichte Julia mit dem Song My Guy ihre zweite Single. Jetzt legt der sympathische Wirbelwind seine erste Ballade vor. Und auch hier geht es mal wieder um Julias Lieblingsthema, die Liebe. Der Song Who's the Other Woman geht um die erste Verliebtheit, dass die andere Person das nicht mitbekommt und dass man darunter leidet, dass man es sich aber nicht traut, so direkt zu sagen, dass man irgendwie da Ambitionen hat und aber sehr darunter leidet eben und dass man weiß, dass es da noch jemand anders gibt. Die Liebe mit all ihren Sonnen- und Schattenseiten, spricht Junior da etwa aus eigener Erfahrung? Wenn ich verliebt bin, ich weiß nicht, dann, ich meine, so doll, richtig krass verliebt war ich eigentlich noch nicht so. Also ich meine, ich war schon so mit Flirts und so weiter, aber so die richtige Liebe habe ich jedenfalls noch nicht entdeckt. Für die hätte Julia im Augenblick wahrscheinlich auch keine Zeit, denn seit sie sich vor rund einem Jahr dazu entschloss, ihre Sangeskarriere zu starten, ist Julia kaum mehr zur Ruhe gekommen. Ein Termin jagt den anderen. Fernsehauftritte, Studioaufnahmen und Videodrehs wechseln sich ab. Doch Julia will sich nicht unterkriegen lassen und in jedem Fall ihren Realschulabschluss machen. Auch wenn es in Französisch und Mathe im Moment eher schlecht aussieht und sie sich ans Lernen immer wieder erst gewöhnen muss. Also es ist schon manchmal komisch, wenn du zwei Tage unterwegs warst. Du bist früh aufgestanden, wie jeden Tag auch, und hast den ganzen Tag irgendwie getanzt und hast dich präsentiert und hast Interviews gegeben. Und dann gehst du morgens um 8 Uhr wieder in die Schule und dann heißt es 45 Minuten durchpauken und Stoff verstehen und dir alles zusammensuchen, was du versäumt hast und so. Es ist schon schwer. Im Moment verbringt Julia mal wieder mehr Zeit im Studio als in der Schule. Im Februar soll ihr erstes Album rauskommen. Schließlich ist die Musik das Wichtigste in Julias Leben. Musik bedeutet mir sehr, sehr viel. Also, es ist eigentlich mein Leben, Musik. Ich lebe für die Musik.